Nahrungsmittelallergien sind spezifische immunologische Reaktionen auf Nahrungsmitteleiweiße. Die häufigsten Auslöser hängen etwas von der Kultur ab, sie hängen aber auch von der Lebensphase eines Menschen ab. Bei Kleinkindern sind es Milch, Hühnerei, vielleicht auch Fische, manchmal Soja, Weizenprodukte. Im Schulalter sind es vor allem Früchte, Gemüse, die Lebensmittel, mit denen man in Kontakt kommt. Nahrungsmittelintoleranzen sind eigentlich ein Zusammenschluss von verschiedenen Krankheitsbildern, die grundsätzlich nichts miteinander zu tun haben. Der Unterschied zu den Nahrungsmittelallergien ist vor allem in der Ursache, die anders ist. Und es sind nicht Reaktionen auf Allergene, wie wir das bei den Allergien haben, sondern auf andere Nahrungsmittelbestandteile, zum Beispiel auf Kohlenhydrate, Milchzucker bei der Laktoseintoleranz ist ein Beispiel. Oder auf das Gluten, das ist ein Klebereiweiß in verschiedenen Getreiden. Das ist dann bei der Zöliakie der Auslöser. Nahrungsmittelallergien und Intoleranzen machen sich vor allem im Magen-Darm-Trakt bemerkbar, häufig sehr ähnliche Symptome. Bei den Allergien haben wir zum Beispiel typisch das Kribbeln an den Lippen, ein pelziges Gefühl im Mund. Es kann dann weitergehen mit Bauchschmerzen, mit Übelkeit, Durchfall oder Verstopfung. Bei den Intoleranzen haben wir teilweise auch andere Symptome, wie zum Beispiel Kopfschmerzen oder Müdigkeit. Bei den Allergien können auch auf der Haut Erscheinungen auftreten, zum Beispiel Ekzeme. Kreuzreaktionen sind Antikörper, die sich gegen Nahrungsmitteleiweiße richten. Allerdings sind die Antikörper durch inhalative Allergene, Pollen, Hausstaubmilben gebildet worden und bei Kontakt, beispielsweise mit einer Nuss oder Apfel, plötzlich Symptome erzeugen. Die Ursache der Nahrungsmittelallergie ist immer eine zu starke Antwort, eine zu starke Reaktion des Immunsystems auf eigentlich harmlose Bestandteile in Nahrungsmitteln. Bei Intoleranzen sind es unterschiedliche Mechanismen. Bei der Laktoseintoleranz zum Beispiel fehlt ein Enzym im Dünndarm. Bei der Glutenintoleranz oder bei der Zöliakie ist es eine Autoimmunreaktion, die die Erkrankung auslöst. Wenn Verdacht auf Nahrungsmittelallergie oder Intoleranz besteht, wird zuerst mit dem Arzt ein Gespräch geführt. Er kann anhand der Symptome schon entscheiden, in welche Richtung könnte es gehen, was kommt in Frage. Bei einer Nahrungsmittelallergie werden anschließend Bluttests gemacht. Man bestimmt die Antikörper im Blut. Es werden auch Hauttests gemacht, um zu sehen, ob Reaktionen auf die Nahrungsmittel stattfinden, um dann das Resultat interpretieren zu können. Die Anaphylaxie ist die schwerste Form einer allergischen Reaktion. Sie ist unterschiedlich definiert, betrifft aber meist zwei oder mehr Organsysteme. Meist ist die Haut involviert. Häufig gehört die Atemwege dazu und das Kreislaufsystem. Das heißt Schock. Verfügbaren Adrenalin-Autoinjektoren sind einfach anzuhaben, allerdings sollen die Patienten instruiert werden. Der Adrenalin-Autoinjektor wird auf die äußere Seite des Oberschenkels aufgelegt, die Sicherheitskappe entfernt und mit einem kleinen Schwung auf den Oberschenkel wird die Nadel aktiviert. Man zählt auf 10 und hat das Adrenalin, das nötig ist, im Gewebe. Die wichtigste Therapieform ist das Meiden. Das Meiden des ursächlichen Nahrungsmittels und auch jener, die gewisse kreuzreaktive Möglichkeiten zur Auslösung einer Allergie haben. Wenn ich eine Nahrungsmittelallergie erlitten habe, ist es wichtig, das Allergen, das Nahrungsmittel genau zu identifizieren, mich zu informieren, wie ich mich vor dem erneuten Essen schützen kann. Ein Tipp ist zum Beispiel, bei der Nahrungsmittelallergie oder Intoleranz Ernährungsberatung in Anspruch zu nehmen. Man hat auch Anspruch darauf, also die Krankenkasse bezahlt das. Und man sollte lernen, die Verpackungsangaben zu lesen, um entscheiden zu können, ob das Nahrungsmittel weiter gegessen werden kann oder nicht.